David liebt es, David zu sein. David. David ist der amerikanische Junge. Er hat das Aussehen und die Einstellung. Ich muss immer lächeln, wenn ich an ihn denke. Wenn ich David mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, furchtlos. Was an David hervorsticht, ist sein Herz, sein großes, liebevolles Herz. Es hat etwas Großartiges, wenn man umgehauen wird und trotzdem sagt, jetzt erst recht. David Hutto! Es gibt keinen Amerikaner, der den Namen Hasselhoff nicht kennt. David Hasselhoff! Für Millionen Menschen in aller Welt ist David Hasselhoff das braungebrannte Gesicht Amerikas. Zwei unglaublich populäre TV-Serien haben ihn zu einem der bekanntesten Menschen unseres Planeten gemacht. Er hat Präsenz. Er ist groß, über 1,90. Als ich ihn kennenlernte, dachte ich, Kid von Knight Rider. Hi, Ladies. David liebt Menschen. Das macht ihn zu einem so großen Star. Man wird nie hören, wie er sagt, oh nein, keine Fotos, bitte keine Fotos. Er ist wirklich cool. Das ist einer der Gründe, warum ich ihn geheiratet habe. Sein Aussehen brachte ihm ersten Ruhm als Soapstar. Seine Verspieltheit bei Knight Rider machte ihn zum Primetime-Star. Could you speak in sign language or a little slower? Und zum Idol der Mädchen. You take a direct hit, kid? Ich war in 40 verschiedenen Ländern und habe dort Kinder besucht. Egal, welche Sprache sie sprachen, sie sagten Michael Knight. Anfang der 90er Jahre war Hasselhoff zum verlässlichen Hauptdarsteller herangereift. Er wurde zum Star der populärsten TV-Serie aller Zeiten, Baywatch. Baywatch wurde in 147 Ländern und 32 Sprachen ausgestrahlt. Auf dem Höhepunkt betrug die Zuschauerzahl 1,3 Milliarden pro Woche. Hasselhoff schuf eine Multimillionen-Dollar-Marke, indem er alles ganz einfach aussehen ließ. Es war alles andere als das. Hinter dem lockeren Charme und dem blendenden Aussehen verbarg sich ein ehrgeiziger Schauspieler, der danach hungerte, ernst genommen zu werden. Er wollte allen beweisen, dass er sich seinen Erfolg hart erarbeitet hatte. David wurde aus verschiedenen Gründen immer wieder verspottet. Erstens wegen der Baywatch-Schönheiten. Zweitens, weil er mit einem Auto gesprochen hat. Drittens, weil er hervorragend aussieht. Und viertens, weil er sehr groß ist. Oh, excuse me. Are you always wet? As often as possible. Hasselhoff war immer sein strengster Kritiker. Er benutzte seine Macht in der Branche nicht nur, um Familie und Freunde zu unterstützen, sondern auch vollkommen Fremde in der ganzen Welt. Er ist wirklich süß und er möchte am liebsten jedem auf der Welt helfen. Er gibt sein Bestes. Er müsste es nicht tun, aber es macht ihn glücklich. Man kann einen Helden spielen oder man kann ein Held sein. Oder beides. Er ist wie das Energizer-Häschen. Er macht einfach weiter und weiter. Ironischerweise dachte Hasselhoff zuerst nicht an eine TV-Karriere. Sein Ziel war, ein erfolgreicher Broadway-Schauspieler und Musiker zu werden. Als Musiker reiste er sogar um die halbe Welt. Wie ich höre, habe ich großen Erfolg in Japan, aber wohl nur, weil ich ziemlich groß bin. In einigen Ländern ist er ein großer Schallplattenstar, besonders in Deutschland, wo man ihn als Sänger kennt und liebt. In Deutschland verkaufte er 5 Millionen Schallplatten, manchmal mehr als Michael Jackson und Madonna. 1989 trat er vor einem Millionenpublikum auf, beim Fall der Berliner Mauer. Dankeschön. Er schuf sich eine Karriere und räumte so richtig ab in den 70ern, 80ern und den 90ern. Er ist in den Vereinigten Staaten eine echte Institution geworden.
Es ist wie ein Ritt auf der Kanonenkugel. Schneller als eine Achterbahn. Und wenn man sich nicht gut festhält, viel Glück beim Wiederaufsteigen. Aber manchmal treibt sich der Mann, der sich immer fragt, ob er seinen Erfolg verdient hat, zu sehr an. Er ringt mit Selbstzweifeln und einer Abhängigkeit, die er mit aller Entschlossenheit bekämpft. Nun, ich hielt in der Betty Ford Klinik den Rekord für den höchsten Blutalkohol. Denn wenn ich etwas mache, mache ich es gründlich. Mit der Hilfe vieler Menschen, Gott, mir selbst und vor allen Dingen meiner Familie, kam ich davon los. Für Hasselhoff, der seinen Vater als Helden und Vorbild verehrt, dreht sich das ganze Leben um seine Familie. Er wurde am 17. Juli 1952 als David Michael Hasselhoff in Baltimore, Maryland, geboren. Der niedliche und liebenswürdige Junge war der Liebling der Familie, seiner Eltern Joe und Dolores und vier Schwestern. Ich hatte das Glück, eine großartige Kindheit und ein harmonisches Familienleben genießen zu dürfen. Wir spielten nach der Schule 3 oder 4 Stunden lang, dann gab es Abendessen. Danach wurden die Hausaufgaben gemacht und es ging ins Bett. Es war eine glückliche Kindheit, voller Spaß und mit einer guten Beziehung zu meinen Eltern. Mein Dad ist viel herumgereist. Er arbeitete bei Brinks Armored Car als Verkäufer. Er war sehr gesellig, sehr offen und er liebte Autoausflüge. Wir machten jedes Wochenende einen Autoausflug. Wir bewahrten im Keller eine Reihe von Kostümen und Requisiten auf. Meine Mutter baute mir ein Puppentheater. Es gab jede Menge Kreativität in unserer Familie. Wir dachten uns Lieder aus und hatten jede Menge Spaß beim Herumblödeln. Der lebhafte, aber etwas schüchterne Junge entdeckte mit 7 Jahren seine Liebe für die Schauspielerei. Ich sah eine Aufführung von Rumpelstilzchen und wollte sofort mitmachen. Schließlich schaffte ich es in die Besetzung und es war reine Magie. Man konnte der Realität entfliehen und sein, wer immer man sein wollte, nur indem man ein Kostüm anzog und einfach in eine Rolle schlüpfte. Mein Leben ist toll, ich habe keinen Grund, aus der Realität zu fliehen, aber ich fühle mich wohl im Rampenlicht. Schon als 7-Jähriger kannte ich kein Lampenfieber. Aber der Junge möchte gern Bühnenstar, blieb nirgends lang genug, um sich eine Fangemeinde aufzubauen. Von Baltimore, Maryland nach Jacksonville, Florida. Von Jacksonville nach Atlanta. Von Atlanta nach Chicago. Wir zogen ständig um. Ich hatte nie enge Freunde, denn sobald ich welche gefunden hatte, zog ich schon wieder um. Meine Freunde fand ich dann hauptsächlich im Theater. Das ständige Umziehen der Familie wurde zur emotionalen Belastung für David. Er hatte auch nur wenig Interesse an der Schule. Davids Leidenschaft für das Theater wirkte sich negativ auf seine Noten aus. Doch seine Eltern unterstützten seine Leidenschaft. Meine Eltern sind während der Depression aufgewachsen und mussten deshalb auf vieles verzichten. Meine Mutter sorgte dafür, dass wir alles, was wir tun wollten, zumindest versuchen konnten. Mein Vater war ein leuchtendes Vorbild, weil er so offen war und sich mit jedem verstand. Er war der Typ, der mit Ronald Reagan beim Abendessen eine angeregte Konversation haben konnte und sich auf dem Weg ins Hotel ebenso gut mit dem Busfahrer unterhielt. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Meine Mutter hat mich darin unterstützt. Sie sagte immer, du hast es. Und ich fragte, was meinst du? Sie sagte, du hast es. Und ich sagte, das möchte ich machen, Mom. Musikalische Komödien und Theaterspiele. 1966 konzentrierte sich der 14-Jährige darauf, Schauspieler zu werden. Er lernte die Musik von klassischen Broadway-Musicals. Seine Idole waren charismatische Filmstars wie Jimmy Stewart und Henry Fonda. Jimmy Stewart war einer meiner Helden. Jimmy Stewart und Henry Fonda verkörperten alles so unglaublich gut. Sie spielten meistens Helden, aber sie waren immer auch sensibel. Sie waren harte Kerle, aber sensibel. Als er 15 war, verwandelten sich Davids Ambitionen von Fantasiegebilden zu realen Möglichkeiten. Er war jetzt über 1,85 Meter groß und einer der bestaussehendsten Schüler an der Highschool. Doch trotz seines großartigen Aussehens, das ihm unzählige weibliche Fans bescherte, fühlte sich Hasselhoff unbeholfener und schüchterner als je zuvor.
Am ersten Schultag trug ich einen roten Pullover und passende rote Socken. Ich wurde fast von jedem angemacht. Hey, wer ist denn der Kerl? Ich habe mich so geschämt, weil meine Socken zu meinem Pullover passten. Ich hatte dünne Beine und auch deswegen wurde ich in der Schule verspottet. Sie nannten mich Landei. Ich war so unsicher. Immer wenn mich ein Mädchen ansprach, bekam ich kein Wort heraus. Es war seltsam. Ich konnte mich auf die Bühne stellen und 30 Minuten Shakespeare rezitieren oder ein Lied schmettern. Aber ich konnte mich nicht vor meine Klasse stellen und eine Buchbesprechung vortragen, ohne zu Schauspielern oder Witze zu reißen. Ich wusste einfach nicht, wer ich war. Der Basketballtrainer kam zu mir und sagte, du bist über 1,85. Wir hätten dich gerne im Team. Ich sagte, ich bin kein Basketballspieler, ich bin Schauspieler. Er sagte, versuch es doch wenigstens mal. Also versuchte ich es. Nach 20 Minuten kam er zu mir und sagte, weißt du was, du bist Schauspieler. Da haben sie recht, sagte ich. Ich war ein furchtbarer Basketballspieler. Als er 1969 mit 17 seinen Schulabschluss machte, betrat er eine Welt der sozialen und politischen Unruhe. Aber David verfiel nicht den Verlockungen der Hippie-Bewegung. Er war entschlossen, es als Schauspieler zu schaffen und bewarb sich an der renommierten Juilliard School. Aber mit seinen schlechten Schulnoten hatte er keine Chance. Stattdessen besuchte er kurz die Rochester Academy of Dramatic Arts in Michigan. Dann zog es ihn nach Westen, ins sonnige Kalifornien, wo er sich beim California Institute of the Arts in Valencia einschrieb. Doch schon bald fühlte er sich auch hier fehl am Platze. CalArts war nicht die Schule, die ich erwartet hatte. Es war keine große Universität mit Theater, großen Aufführungen und Kameradschaft und so weiter. Es war eher eine Universität der Exzentrik. In meiner Klasse waren Leute wie Paul Reubenfeld, Pee Wee Herman, Katie Segal, Scott Harris, Michael Robertson. Die Lehrer und der Unterricht waren verwirrend. Die Leute nahmen ständig Drogen, womit ich überhaupt nichts am Hut hatte. Ich kam aus dem mittleren Westen und rauchte noch nicht einmal. Ich trank höchstens mal ein Bier. Ständig sagte jemand, hey, lasst uns einen Trip einwerfen und Football spielen. Und ich sagte, nein, wir spielen nur Football. Ich bin dann bald von dort weg. Aber David gefiel L.A. und er suchte nach Arbeit beim Film oder Fernsehen. Unglücklicherweise war sein blendendes Aussehen kein Vorteil. Niemand schien ihn ernst zu nehmen, zu einer Zeit, wo Antihelden wie zum Beispiel Al Pacino und Dustin Hoffman gefragt waren. 1973 arbeitete der 21-Jährige als Kellner und schickte in seiner Freizeit hunderte von Briefen an Agenten und Manager. Nach einem frustrierenden Jahr voller schmutziger Teller und Ablehnungsschreiben bekam er einen Termin bei der legendären Joy Selznick. Sie hatte die Karrieren von Tony Curtis und Robert De Niro begründet. Als ich sie zum ersten Mal traf, hatte sie eine Zigarre im Mund und einen kleinen Hund namens Shamu dabei. Er biss mich ins Bein und sie fragte mich, kannst du schauspielern? Ja, ich kann schauspielern. Und sie? Blödsinn. Wenn du mit deinem Aussehen auch noch schauspielern könntest, wärst du schon ein Star. Ich antwortete, ich habe hier nicht 3 Stunden auf sie gewartet, damit mich ihr Hund beißt und sie mich beleidigen. Sie sagte, setz dich hin und halt den Mund, du bist ein Star, Kleiner. Und ich sagte, okay. Selznick beschaffte David seinen ersten TV-Job. Eine kleine Gastrolle in der NBC-Serie Police Story, immer im Einsatz. Damit hatte Hasselhoffs Karriere offiziell begonnen. 1975 bekam der 23-Jährige seine bis dahin größte Chance als Schauspieler. Die Hauptrolle des Dr. Snapper Foster in der Daily Soap The Young and the Restless, Schatten der Leidenschaft. Eine große Herausforderung für den unerfahrenen Schauspieler. Chris, you've been gone for months. Time, you say, needed to come to terms with yourself. Well, I had to come to terms with myself while you've been gone. Are you saying there's someone else? Bei einer Soap-Opera mitzuspielen, ist vielleicht die schwierigste Aufgabe. Lange Drehtage, endlos viel Dialog, manchmal bis zu 40 Seiten Text pro Tag. Die Leute bei den Daily Soaps arbeiten hart. Und wenn sich jemand über sie lustig machen will, sage ich, weißt du was? Diese Leute sind die wahren Schauspieler. Sie sind die echten Workaholics. Sie bringen ihre Leistung, egal wie. Man braucht Nerven aus Stahl, um das aushalten zu können.
Was seinen Job noch schwieriger machte, war die Tatsache, dass David den beliebten Schauspieler William Bray Aspy ersetzen sollte, der die Rolle entwickelt hatte, sich aber verändern wollte. Einen sehr beliebten Kollegen in einer TV-Serie zu ersetzen, ist sehr schwierig. Es ist, als ob du nach Hause kommst und ein Fremder in der Kleidung deines Ehemannes auf dich wartet. Es ist auch schwierig für das Publikum. David gab der Figur einen neuen, übermütigen Charakter und ignorierte die säckeweise eintreffenden Protestbriefe. Ich glaube, er hat damals ein enormes Selbstvertrauen entwickelt. Das drückte sich besonders in seinem Verhalten seinen Schauspielerkollegen gegenüber aus. Ich glaube, es war eine wertvolle und lehrreiche Erfahrung für David, die ihn wirklich weitergebracht hat. Snapper wurde so genannt, weil er nach Leuten schnappte. Er hieß eigentlich William, aber er war eben ein wenig bissig. Als David die Rolle übernahm, gab er der Figur etwas mehr Charme. Ich war wirklich ein totaler Anfänger und hatte richtig Angst, dass sie sagen würden, 5, 4, 3, 2, 1, aus. Bis ich herausfand, wie ich mein Gehirn programmieren musste. 5, du bist hier richtig. 4, mach dich nicht verrückt. 3, glaube an dich. 2, du schaffst das. 1, bleib locker und hab deinen Spaß. You're asking about an affair? No. I just wish you would let me know. At least you were thinking about coming home. I mean, would you expect that you just come home and find things the way you left them? Als David für The Young and the Restless engagiert wurde, waren wir alle begeistert. Wir wohnten damals in einer Kleinstadt in Illinois. Alle waren begeistert und stolz. Nach 2 Jahren hatte sich David Hasselhoff mit seiner Rolle als Snapper Foster in The Young and the Restless zu einem der beliebtesten Seriendarsteller gemausert. Wenn man ein Star wird, verändert man sich nicht so sehr selbst. Die Menschen um dich herum verändern sich. Man fährt nach Hause und die Freunde deiner Eltern fragen, hey, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Wie läuft's so? Und wenn man nach Sominac, Illinois hereinfährt, steht da ein großes Schild, auf dem steht, Willkommen zu Hause, Snapper von The Young and the Restless. Das ist wirklich ganz schön merkwürdig. Da kommt man auf seltsame Gedanken. David arbeitete hart daran, seine Rolle glaubwürdig zu gestalten. Aber er wusste auch, warum die Frauen seine Leidenschaft Fans waren. Wir hatten ein Sprichwort. Wenn die Zuschauer weniger werden, wird auch die Kleidung spärlicher. Sind die Zahlen schlecht, runter mit den Klamotten und ab ins Bett. Er war als junger Schauspieler sehr schüchtern. Das ist interessant, denn als er mit Baywatch anfing, war er fast die ganze Zeit halb nackt. Als ich noch mit ihm arbeitete, war es ziemlich schwierig, ihn dazu zu bringen, sein Hemd auszuziehen. Einer der populärsten Erzählstränge der Serie handelte von einer Dreiecksbeziehung zwischen Snapper, Dr. Casey und Snappers Frau Chris, gespielt von Lynn Topping. I wasn't sure you were ever coming home. But I am home now. All right, you're home. What am I supposed to do about it? Welcome you with open arms? Davids alter Ego in der Serie hatte Pech in der Liebe. Ganz anders David. Er und seine Kollegin Roberta Layden begannen miteinander auszugehen und waren auch kurzfristig verlobt. David war überrascht, dass seine private Romanze ihm nur noch mehr ergebene Fans einbrachte. Die Fans unterscheiden genau zwischen Rolle und Schauspieler. Sie gönnten Snapper vielleicht keine glückliche Ehe, aber lieben es, wenn Schauspieler sich in der Realität ineinander verlieben. Im Alter von 25 Jahren lebte David auf der Überholspur. Nachts feierte er und tagsüber arbeitete er hart. Er wollte unbedingt mehr sein als ein TV-Serienschönling. 1981, nach 6 Jahren als Serienstar, gab der 29-Jährige bekannt, dass er die Show verlässt. Ich habe gekündigt. Mein Dad sagte, was, bist du verrückt? Ich sagte, nein, Dad, ich gehe an den Broadway, um meinen Traum zu verwirklichen. Ich habe in 6 Jahren 890 Folgen gedreht. Ich gehe hier ein. Davids Fans wollten ihn nicht gehen lassen. Als er eine Soap-Opera-Convention in Las Vegas besuchte, wurde er von Bewunderern bedrängt. Unter den Zeugen dieser Massenhysterie war auch NBC-Präsident Brandon Tartikoff. Zufällig hatten Hasselhoff und Tartikoff den gleichen Flug zurück nach L.A. gebucht.
Ein komischer Kerl sah mich dauernd an. Ich fragte meinen Nachbarn, wer ist dieser Typ? Der Chef von NBC. Als David erfuhr, dass Brandon Tartikoff zu ihm herübersah, sagte er sich, ich muss mit ihm sprechen. Man wollte mir nicht erlauben, meinen Sitz zu verlassen, denn wir flogen durch einen Sturm. Sie sagten dauernd, legen Sie den Sicherheitsgurt wieder an. Er schaffte es nicht, Brandon zu sprechen. Das war meine große Chance und ich habe sie verpasst, dachte er. Aber am nächsten Tag bekam er einen Anruf von NBC. Am nächsten Tag hieß es, du wirst es nicht glauben, die wollen dich für Knight Rider testen. Es handelte sich um die Rolle des Geheimagenten Michael Knight, dessen Kollege ein sprechendes Auto ist. David setzte alles daran, die Hauptrolle in der Fernsehserie zu bekommen. Ich ließ mich 2 Wochen lang von allen als Michael Knight ansprechen. Mein Anrufbeantworter meldete sich mit Hi, hier ist Michael Knight. Als ich zu den Probeaufnahmen ging, war ich nervös. Ich sagte, Entschuldigung, ich brauche eine Sekunde. Ich ging von der Bühne und sagte mir, ich bin der Knight Rider. Dann sagte ich Kamera ab und plötzlich war ich Michael Knight. Ich hatte es geschafft. I got it. David konnte den Produzenten Glenn Larson überzeugen, der TV-Hits wie Kampfstern Galactica und Ein Colt für alle Fälle geschaffen hatte. Er konnte schließlich auch Don Johnson aus dem Rennen um die Rolle schlagen, trotz einiger Differenzen mit Studiomanagern. Die sagten, dass wir noch mal von vorne anfangen müssen. Und ich sagte, Moment mal, was soll das heißen, die mochten niemanden. Und ich fragte, ja, was haben die gegen Hasselhoff? 3 Stunden später klingelte das Telefon, ich ging dran und sie sagten, okay, Hasselhoff ist dabei. Er hatte sie überzeugt, Mann. Sie müssen ihn geliebt haben. It's all this. Looks like Darth Vader's bathroom. It is a one-of-a-kind car, Mr. Long. Operated entirely by microprocessors, which make it virtually impossible for it to be involved in any kind of mishap or collision. Unless, of course, specifically so ordered by its pilot. Pilot? Neben David und Patricia McPherson war Kit der dritte Star der Serie. Ein aufgemotzter Trans-Am mit künstlicher Intelligenz. Der Bühnen- und Kinoveteran William Daniels gab ihm seine Stimme. Daniels war bereits der ernsthafte und geachtete Schauspieler, der David einmal sein wollte. Doch obwohl sie in fast jeder Szene zusammen auftraten, geschah dies nur durch die Wunder der Technik. Es ist nicht so, dass wir William Daniels, den großen William Daniels, mit einem Mikrofon neben der Bühne stehen hatten. Meistens war es eine Produktionsassistentin, die den Text vorlas, und meistens war es ziemlich schlecht. Nun, David, was denkst du? Smart Aleck Car. Okay. Sie haben sich zum ersten Mal auf einer Mitarbeiterparty getroffen. Es war so bizarr. Ich saß da und jemand sagte, oh mein Gott, Michael Knight. Was ist los? Wo ist Kit? Und auf einmal höre ich, ich bin hier drüben, Michael. Und ich fragte, was? Und da stand William Daniels. Sein Filmpartner. Alle hatten bis dahin geglaubt, sie würden die Serie gemeinsam machen. Ich setzte mich und sagte, hallo, Mr. Daniels. Und er antwortete, hallo, David. Und jemand sagte, da sind ja Michael und Kit. Im September 1982 hatte Knight Rider mit David Hasselhoff mit einem 2-stündigen Special sein Debüt auf NBC. David litt unter ätzenden Kritiken. Er wurde als Klon von Tom Selleck's erfolgreicher Magnum-Figur verhöhnt. Ein Kritiker nannte ihn sogar eine Kühlerfigur. Ich glaube, niemand ist ganz immun gegen solche Angriffe. Und David fühlte sich wirklich getroffen. Es tut immer ein bisschen weh, wenn die Leute sich über einen lustig machen. Wie viele Männer gebe ich nicht gerne zu, sensibel zu sein. Aber wenn solche Dinge über einen gesagt werden, da hat man lange daran zu knabbern. Aber die fantastischen Zuschauerzahlen der Serie halfen dabei, die Kritik zu verkraften. Fragen Sie die Leute auf der Straße, die lieben es. We came as soon as we got Kit's signal. It's my alpha circuit, Bonnie. Your alpha circuit? Kit, the only way that you could damage that is to do something stupid like towing another car? Bonnie, no comment. You're one in a million, pal. Mir war zuerst nicht klar, dass Knight Rider mehr als nur eine gute Primetime-Action-Serie war. Nach der Premiere bekam ich Anrufe von Ärzten.
Anwälten und Feuerwehrleuten, sie alle waren Autofans oder besser Autoliebhaber. Sie mochten den Wagen. Das hätte sicher anders ausgesehen, wenn David nicht so glaubwürdig mit ihm zusammengespielt hätte. Das war etwas für die ganze Familie. Für die Jungs gab es Rock'n'Roll, die Mädchen hatten den jungen Mann, den Eltern gefielen die Comedy-Elemente und Kit war wie Clifton Webb in Life with Father. Michael. Whoa! That's a close one. I can handle... Well, these computer things are just a waste of time anyway. Die Show fand ihren Rhythmus und David fühlte sich bald wie zu Hause bei seinen Kollegen. Sie wurden zu seiner zweiten Familie. Es war eine Rock'n'Roll-Mannschaft. Ein paar Leute, die gerne einen tranken und gerne schnell fuhren. Knight Rider ist eine coole Serie, stimmt's? Was für ein toller Job. Als ich einmal bei Universal im Make-up-Trailer saß, kam er herein, schnappte mich am Arm und sagte, los, wir jagen die Straßenbahn. Die wurden für die Studiotouren benutzt und wir verfolgten eine von ihnen. Wir stiegen also in Kit ein und er fuhr los und legte einen filmreifen Start hin. Wir folgten einer der Straßenbahnen, die eine Achterbahn entlang fährt. Wir fuhren in den Tunnel und der Eistunnel drehte sich. Und plötzlich steckten wir fest. Und auf einmal fing der Wagen an, so zu machen und alles schrie. Schließlich musste jemand kommen und uns befreien. Aber da er der Knight Rider war, ist er damit durchgekommen. David war enthusiastisch und energiegeladen und bald hatte er eine neue Fangemeinde erobert. Er war für die Kinder wie der Weihnachtsmann. Ich sehe noch vor mir, wie Kinder durch das Studio auf ihn zuliefen und ihre Arme um Davids Beine schlangen und ließen ihn nicht mehr los. Knight Rider war bei Kindern extrem beliebt und plötzlich war David ein Star für Kinder und Jugendliche. Sein Bild war auf Frühstücksboxen, auf Postern und so weiter. Merchandising war ein wichtiger Teil der Show. Ich meine, welches Kind hätte nicht gerne das Knight Rider-Auto besessen? Sie versuchten jede nur erdenkliche Variation. Figuren, die man aus dem Auto katapultieren konnte, Actionfiguren von David. Es war der Traum jedes Produzenten und Studios. David fand es wunderbar, so viele junge Fans zu haben. Aber ein Held zu sein, konnte manchmal auch wehtun. 1984 wurde David von Dreammakers Incorporated kontaktiert, einer Organisation, die unheilbar kranken Kindern ihren letzten Wunsch erfüllt. Dieser Junge wollte Michael Knight von Knight Rider treffen. Ich sagte, oh cool, schickt ihn vorbei. Sein Name war Randy Armstrong. Er war ein gut aussehender 16-Jähriger mit ganz kurzen Haaren, denn er hatte die meisten bei einer Chemotherapie verloren. Er hatte Leukämie. Wir machten mit Randy eine Tour im Knight Rider-Auto, mit allem, was dazu gehört. Die Tontechniker ließen ihn den Sound hören und er stand sogar hinter der Kamera. Ungefähr 6 Monate später starb Randy und ich bekam einen Brief und ein Foto von ihm. In seinem Sarg mit einem Knight Rider-Cap und seiner Knight Rider-Jacke. In dem Brief stand, lieber David, bitte sag allen Schauspielern und Mitarbeitern, dass ihr mir beigebracht habt, dass es im Leben mehr gibt als Schmerz. Und bitte mach weiter und hilf auch anderen Kindern. Ihr seid wirklich wahre Helden. Das ganze Team brach förmlich zusammen. Wir konnten an dem Tag nicht weiter drehen und haben früher Schluss gemacht. Von diesem Tag an stand unsere Tür offen. Jedem Kind. Überall. Jederzeit. Und es kamen Tausende. Schon bald war David so mit Wohltätigkeitsveranstaltungen beschäftigt, dass er kaum noch Zeit für ein Privatleben hatte. In seiner spärlichen Freizeit versuchte er, sich auf Partys von dem Druck zu befreien. Ich war so voller Energie, dass ich oft die ganze Nacht aufblieb. 1983 steckte David diese Energie in seine Beziehung zu der 26-jährigen Schauspielerin Catherine Hickland. Die beiden lernten sich während eines Auftritts bei der Vergabe des Emmy Awards kennen. Mit der für ihn typischen Entschlossenheit machte David der schönen Schauspielerin monatelang den Hof, bis sie schließlich seinem Werben nachgab. Doch David stellte fest, dass es schwierig war, die neue Beziehung in seinen hektischen Alltag einzubauen. Für den 32-jährigen David war Catherine so etwas wie der ruhende Pol seines Lebens. Am 24. März heirateten die beiden schließlich in Carmel, Kalifornien. David und Catherine waren ein wunderschönes Paar. Sie waren wie Barbie und Ken, typisch kalifornisch. Sie ist eine lebhafte, schöne und kluge Frau.
Das glamouröse Paar bezog ein Anwesen in den Hollywood Hills mit dem obligatorischen Pool, einem Jacuzzi und Filmvorführraum. Doch David wurde das nagende Gefühl nicht los, dass er sich mit seinem TV-Erfolg immer weiter von seinem Traum, ein respektierter Schauspieler und Musiker zu werden, entfernte. Der 33-Jährige stand jetzt seit 10 Jahren vor den Fernsehkameras. Es machte ihm Spaß, aber er vermisste das Gefühl, als Sänger auf der Bühne zu stehen. 1984 bot ihm der Musikproduzent Joel Diamond an, ein Album einzuspielen. Er griff ohne zu zögern zu. David sah meine goldenen Schallplatten an der Wand und sagte, sind Sie in der Musikbranche? Ich sagte ja. Und er sagte, ich möchte so gerne singen. Ich weiß nicht warum, aber er hatte eine Kassette in der Tasche und meinte, würden Sie sich das einmal anhören? Ich spielte sie und sagte, das ist gar nicht schlecht, David. Warum haben Sie noch keine Schallplatten gemacht? Er sagte, dass er von allen Labels eine Ablehnung erhalten habe und niemand ihm zutraute, dass er es schaffen würde. Ich sagte, wissen Sie was, allein schon wegen des Erfolgs von Knight Rider könnten Sie 1 Million Platten verkaufen. Diamond steckte $40,000 von seinem eigenen Geld in die Produktion der LP. Also machte sich David an die Aufnahme von The Night Rocker. Der Druck war unglaublich groß. Wir nahmen 16 Stunden am Tag auf. David hat wirklich hart gearbeitet. Er hat sich selbst nichts geschenkt. Er strebte nach Perfektion. Das Album erschien und zur Enttäuschung aller lief es überhaupt nicht gut. Ich hatte den Star der erfolgreichsten TV-Serie der Welt, Knight Rider, und sagte mir, was kann da schiefgehen? Es ging schief. Der Misserfolg des Albums war ein schwerer Schlag für David. Noch schlimmer war allerdings, dass das gnadenlose Arbeitspensum des Schauspielers begann, sich auf seine Ehe mit Catherine auszuwirken. 1986, nach 4 Staffeln mit 90 Episoden, nahm NBC Knight Rider aus dem Programm. David war schockiert und bitter enttäuscht. Nicht nur wegen sich selbst, sondern auch wegen seiner Kollegen. Die Sendung war immer noch die Nummer 1. Sie setzten uns ab, obwohl wir immer noch besser liefen als andere Action-Serien, wie zum Beispiel Hardcastle und McCormick. Wir waren der Meinung, dass man mit einer neuen Storyline durchaus noch etwas aus der Serie herausholen konnte. Als wir abgesetzt wurden, fuhr ich nach Hause und jammerte, oh mein Gott, das war die tollste Rolle aller Zeiten. Plötzlich wusste der 34-Jährige nicht, ob und woher der nächste Gehaltscheck kommen würde. Nach Knight Rider wollte ihn für eine lange Zeit niemand mehr engagieren. Als er mal eine Gastrolle in einem Perry Mason TV-Film bekam, war er wirklich sehr dankbar. Ich sah Rollenbeschreibungen, die hießen David Hasselhoff-Typ. Und ich sagte, hey, hier ist er. Aber sie meinten, nein, du nicht. Du bist für alle nur der Knight Rider. Davids Vermögen schmolz dahin und er suchte verzweifelt nach Arbeit. Seine Ehe mit Catherine Hickland überstand diese krisengeschüttelte Zeit nicht. 1987 beschloss das Paar nach 2,5 Jahren Ehe, sich scheiden zu lassen. Catherine und David schienen so gut zusammenzupassen. Aber Catherine hat immer sehr hart gearbeitet. Und da mag wohl das Problem gelegen haben. Denn die beiden hatten oft kaum Zeit füreinander. Wir haben unserer Ehe nicht den Platz eingeräumt, den sie gebraucht hätte. Aber wir haben uns als Freunde getrennt. . 1987 befand sich David Hasselhoffs Leben, sowohl beruflich als auch privat, auf einem toten Punkt. Seine Ehe mit Catherine Hickland war gescheitert, Knight Rider war abgesetzt. Und seine Karriere als Musiker befand sich in einer Sackgasse. Doch in diesem Sommer begann Davids Glück sich zu wenden. Anlass war das zufällige Zusammentreffen mit einem österreichischen Fan, der ein Essen mit dem Star gewonnen hatte. Wir aßen zusammen und ich war freundlich und nett. Sie durfte in meinem Mini-Knight-Rider-Auto fahren und baute einen Unfall. Ich dachte, das ist ja perfekt. Sie hat mein einziges Andenken an Knight Rider zerstört. Dann fragte sie mich, was macht die Musik? Und ich antwortete, mein Knight Rocker-Album, davon habe ich in Amerika 7 Stück verkauft. Und sie? In meinem Land steht es auf Platz 1. Ich frage, wo kommst du denn her? Aus Österreich. Und wo liegt Österreich? Sie zeigt es mir. Und da ist dieses winzige Land ungefähr von der Größe von Rhode Island und da macht es Ding! Chance! Opening!
Knight Rider wurde gerade in Europa ausgestrahlt und die Serie und ihr Star waren unglaublich populär. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Sony beschloss also, das Album dort drüben wieder zu veröffentlichen. Und das war ein echter Glücksfall. Das Ding explodierte förmlich in Deutschland und Österreich. Ich rief Hobby Factor an. Hallo, ich bin David Schwartz. Ich repräsentiere David Hasselhoff. Ist Night Rocker in Ihrem Land auf Platz 1? Ja, das stimmt. Was halten Sie von einer Tournee mit Mr. Hasselhoff und dem Night Rider Auto? Er antwortet, ich rufe Sie in 24 Stunden zurück. Er ruft mich zurück und sagt, das kann ich auf die Beine stellen. Ich rufe also meine Managerin Jen McCormick an und sage, Jen, ich habe uns gerade unter falschem Namen nach Österreich verkauft. Übernimm das. Jen ruft mich zurück und sagt, ich habe $100,000 ausgemacht. Aber du musst in 2 Wochen drüben sein. Kannst du in 2 Wochen eine Show auf die Beine stellen? Wir bereiteten also die Show vor, nahmen den ganzen Auftritt vorab auf. Ich setzte mich ins Flugzeug, flog nach drüben und rief von dort aus meinen Dad an. Ich sagte, Dad, du übernimmst das Merchandising. Caps, T-Shirts, was sich eben auf Konzerten verkaufen lässt, Poster, alles Mögliche. Er sagte, mach ich. Ich setze mich sofort ins Flugzeug. Das war wunderbar für David. Er ging nach Deutschland, machte $60,000 pro Auftritt und durfte mit Kit auf die Bühne fahren. Er liebte es. Plötzlich konnte er das tun, was er schon immer machen wollte: singen. Für ein Jahr tourte David nonstop durch Europa. Ich konnte einmal mein Hotel in Amsterdam nicht verlassen, weil 500 schreiende Leute davor standen. Ich ging zum Empfang und fragte, was ist da los? Er sagte, Hasselhoff. Ich dachte, das wäre das holländische Wort für irgendetwas Aufregendes. Er wohnte in diesem Hotel. Und wie ich feststellte, war er in Amsterdam so bekannt wie die Rolling Stones. David hatte auch in den Staaten seine Fans. NBC-Chef Brandon Tartikoff hatte nicht vergessen, wie viel Geld Knight Rider seinem Sender gebracht hatte. Ich traf Brandon in Beverly Hills und er sagte, es ist Zeit, dass du zurückkommst. Ich antwortete, ja, finde etwas für mich. Tartikoff legte für David bei den Produzenten einer neuen Serie namens Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu, ein gutes Wort ein. Einem gemeinsamen Projekt von Craig Bonin und der Produzenten Michael Burke und Douglas Schwartz. Sie suchten nach dem richtigen Schauspieler für die Rolle des Mitch Buchanan, einem sexy Rettungsschwimmer. Wir taten uns schwer, einen Mitch Buchanan zu finden, den Mann, der unsere Baywatch-Rettungsschwimmer bei ihren wöchentlichen Rettungsaktionen leiten sollte. Die Produzenten hatten Lorenzo Lamas und Tom Wopat im Auge, bis David für die Rolle vorsprach. Nun, David ist ja nun der Prototyp des Filmstars. Er sieht umwerfend aus und ist auch noch groß. Doch David strahlt auch Autorität aus und er bringt seine Persönlichkeit in die Rollen ein, die er spielt. David war noch nicht einmal sicher, ob er die Rolle wirklich wollte. Doch seine langjährige Managerin Jan McCormick liebte die Rolle. Sie drängte ihn, sie anzunehmen. Ich wollte nicht in der Badehose rumlaufen, das war mir immer noch unangenehm. Ich setzte mich in mein Auto, rief meine Managerin an und sagte, das ist, als ob der Knight Rider in Zeitlupe den Strand entlangläuft. Und sie? Das wird ein riesiger Erfolg. Mach es! Baywatch mit David, Parker Stevenson und dem ehemaligen Playmate Erika Alaniak ging am 23. April 1989 auf Sendung. You know, pass up one victim for another one. Not in my water or anywhere. You just rule because I outswam you, mate. Saving lives isn't part of competition on my beach. You step out of line one more time. You got me to answer to. Die Kritiker hassten die Serie. Einer nannte sie die dümmste Serie im Fernsehen. Aber diesmal war es David egal. Jedes Mal, wenn ich einen Verriss las, sagte ich, Leute, wir haben furchtbare Kritiken. Die Serie wird Jahre laufen. Bei Knight Rider war es genauso. In den ersten Wochen war Baywatch im Gegensatz zu Knight Rider kein Hit, erreichte aber immerhin die Top 20. David brachte NBC viele Zuschauer. Die Zahlen in der Zeitschiene Freitagabend 20 bis 21 Uhr verdoppelten sich. Es war die erfolgreichste NBC-Serie am Freitag, seit Knight Rider eingestellt wurde. Davids Privatleben entwickelte sich auch zum Besseren. Er erneuerte die Beziehung zu der 25-jährigen Pamela Buck, die bei Knight Rider einige Gastauftritte hatte. Wir trafen uns in einem Nachtclub und unterhielten uns lange. Dann rief er mich früh am nächsten Morgen wieder an.
Wir sprachen eine ganze Woche, jeden Tag, ein paar Mal miteinander. Und für Freitag verabredeten wir uns dann. Und seitdem sind wir zusammen. Pamela ist alles andere als das unbedarfte Blondchen. Sie ist eine herzliche, mit beiden Beinen auf dem Boden stehende Frau, die in einer kinderreichen Familie aufwuchs. David sah die Chance, endlich eine eigene Familie zu gründen. Am 9. Dezember 1989 heirateten David und Pamela. Doch David hatte nicht einmal Zeit für Flitterwochen. Stattdessen reisten er und Pamela nach Europa, wo David jetzt eng mit dem Musikproduzenten Jack White zusammenarbeitete. White hielt Hasselhoff für den idealen Interpreten seiner Rockhymne Looking for Freedom. Als ich nach Deutschland ging, um Looking for Freedom zu singen, liebten sie mich. Ich sang Lieder wie Limbo Dance, Limbo Cool, harmlose, sonnige Liedchen. Ich fand sie nicht sehr originell, aber sie liebten sie. Es war, als würden die Beatles aus dem Flugzeug steigen. Tausende waren gekommen, um ihn zu begrüßen. Er genoss das und er liebte es. Er singt so, wie er schauspielert, mit breiten Strichen. Und so, dass sich jeder davon angesprochen fühlt. Looking for Freedom hätte zu keiner besseren Zeit herauskommen können. Das Schicksal wollte es, dass der Song zur Wiedervereinigung Deutschlands veröffentlicht wurde. Looking for Freedom traf haargenau die Gefühlslage einer ganzen Nation und wurde zur Hymne für alle jungen Deutschen, die das Ende der kommunistischen Unterdrückung feierten. Looking for Freedom verkaufte sich über 1 Million Mal. Der Text sprach sie sofort an. Es war der richtige Song am richtigen Platz und zur richtigen Zeit. In der Silvesternacht 1989 wurde David eingeladen, seinen Hit auf der Berliner Mauer zu singen. In Deutschland gibt es zum Jahresende eine Silvestershow. Sie wollten, dass ich dort auftrete und ich sagte nur, wenn ich auf der Mauer singen darf. Es war natürlich nur ein Bluff. Sie riefen zurück und sagten ja. Ich sang an diesem Abend also in einem Korb an einem Kranwagen vor Millionen Menschen. Und sie sangen I've been looking for freedom in Englisch. Ich hatte meine Frau mitgenommen, die im 7. Monat schwanger war, und ein paar College-Freunde. Ich habe alles auf Video aufgenommen, denn ich dachte, dass uns das in L.A. niemand glauben würde. Back in L.A. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. Da stand also dieser Typ, den alle aus Baywatch kannten, auf der Berliner Mauer vor einem Meer von Menschen und sang Looking for Freedom vor dem größten Publikum, das ich je gesehen habe. Es war wie eine Nationalhymne für das wiedervereinigte Deutschland. David brachte allen, die an Baywatch arbeiteten, ein Stück von der Mauer mit. Wenn also jemand sagt, es gibt keinen Gott oder keine Vorsehung, denke ich daran, was in meinem Leben geschehen ist. Erst war ich mit Knight Rider die Nummer 1. Und als diese schreckliche Mauer fiel, durfte ich Looking for Freedom singen. Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. ...1990 konnte sich David beruflich abgesichert fühlen. Er hatte in Europa eine erfolgreiche Karriere als Musiker und zu Hause die Hitserie Baywatch. Ich fahre zum Drehen, sehe den Strand und denke, vielen Dank, lieber Gott. Wow, was für ein Job. David liebte die Arbeit, aber er war mit der kreativen Richtung, die die Serie einschlug, nicht glücklich. Im ersten Jahr war es so etwas wie Mord am Strand von Malibu. In den ersten 4 Episoden starben 7 Leute. Ich sagte, wer soll denn da noch nach Malibu kommen? Ich dachte, es geht darum, Leben zu retten. Die erste Staffel der Serie war im Frühling 1990 zu Ende. Die Zuschauerzahlen waren solide, aber nicht spektakulär. Und eine weitere Staffel Baywatch war gesichert. Alles klar? Alles klar?
David machte eine große Europatournee und freute sich auf die Geburt seines ersten Kindes. Ich reiste also hochschwanger mit meinem Ehemann, der als Sänger phänomenal erfolgreich war, von Land zu Land, bis ich wegen meiner Schwangerschaft nicht mehr fliegen durfte. Es ging zu früh los. Die Wehen kamen im Flugzeug. Und diese sehr deutsche Stewardess fragte, warum fliegen Sie in Ihrem Zustand? Ich sagte, das ist doch egal. Ich brauche einen Arzt. Es ist zu weit. I said, I'm in labor. Tonight's show is dedicated to my wife, Pamela, who is in the hospital having the baby right now. Mein erstes Kind, Taylor Ann, wurde geboren, als ich auf der Bühne stand, in Frankfurt. Frankfurt. Yeah, what? We just had a baby girl! Ich erinnere mich noch genau, wie ich von der Bühne ging und nach dieser riesigen Tournee nach Hause flog. Pamela war im Krankenhaus und sie sagte, das ist deine Tochter. Und ich sagte, oh, plötzlich hielt ich dieses footballgroße Ding im Arm und dachte, oh mein Gott, verstehen Sie? Und plötzlich war alles andere Nebensache. Doch als David nach Hause kam, um Zeit mit Pamela und seiner Tochter zu verbringen, erwarteten ihn schlechte Nachrichten. Baywatch sollte abgesetzt werden. Wir erwarteten eigentlich, dass Baywatch eine weitere Staffel bekommen würde, als Grant Tinker, der Studiochef, uns mitteilte, dass er Baywatch nicht mehr finanzieren konnte. NBC setzte die Serie auch prompt ab. Wir waren aus dem Geschäft und schockiert. Wieder fühlte sich David nicht nur für seine Familie verantwortlich, sondern auch für seine vielen Kollegen, die nun arbeitslos waren. David bereitete sich auf eine weitere harte Arbeitssuche vor. Doch zu seiner Überraschung traten die Produzenten der Serie mit einem Plan an ihn heran. David sollte eine führende Rolle bei der Produktion der Serie übernehmen. Wir brauchten Davids Hilfe, wenn wir die Serie retten wollten. Deshalb boten wir ihm die Position des Executive Producers an. Er nahm die Sache so ernst, dass er tatsächlich einer von uns Vieren wurde. Einer von vier verantwortlichen Produzenten. Da waren Doug, Michael, Greg und ich. Michael war der Chefautor. Doug sollte allen verkaufen, was das für eine phänomenale Serie werden würde. Greg war der Vollblutproduzent, der das Letzte herausholte. Und es schaffte, $400.000 billiger zu produzieren als der Sender. Und ich war das Aushängeschild, sah mir alle Drehbücher an und kümmerte mich um die Öffentlichkeitsarbeit. Ich hielt die Kollegen bei Laune und habe hinter den Kulissen getan, was ich konnte. Der Plan war, die Serie auf eigene Rechnung an hunderte von Fernsehsendern in aller Welt zu verkaufen. Ich bin ständig herumgereist, um die Serie zu verkaufen. Ich flog nach Philadelphia zu einem Bowling-Turnier, weil ich wusste, ich konnte an 20 Sender verkaufen, wenn ich dort auftrat. Ich habe alles getan, um die Serie an den Mann zu bringen. Seine europäischen Fans halfen David, als er es am meisten brauchte. Deutschland wurde zur wichtigsten Geldquelle für die Rettung der Serie. Seine Musikkarriere in Deutschland gab ihm das nötige Gewicht, um Baywatch zurück auf den Bildschirm zu bringen. NBC konnte nicht mehr ablehnen, weil schon die deutschen Rechte allein genug Geld zur Finanzierung einbrachten. Einige der Schauspieler hatten sich inzwischen anderen Projekten zugewandt. David musste Schlüsselrollen wie die von Mitchs Sohn Toby neu besetzen. Der 10-jährige Jeremy Jackson war einer der potenziellen Kandidaten. Ich wurde zum Vorsprechen eingeladen. Zuerst wollte ich nicht hingehen, weil ich lieber mit meinen Freunden rumhängen wollte. Dann sagte meine Mutter, dass David Hasselhoff vielleicht da wäre. Knight Rider war meine absolute Lieblingsserie. Also sagte ich schließlich, okay, cool. Jackson bekam die Rolle und im Juli 1991 begann die Produktion an der zweiten Staffel von Baywatch. Wir bauten unser eigenes Studio. Wir hatten eigene Sets, eine eigene Post-Production, eigenes Make-up und eigene Kostüme. Alles. Und es war Wahnsinn. Es war nonstop Rock'n'Roll und purer Spaß. Aber auch harte Arbeit. War die Folge 4 Minuten zu kurz, sagte Greg, filmt irgendjemanden. Nehmt irgendein Mädchen und filmt sie in Zeitlupe. Nehmt ein Mädchen mit einem schönen Hintern.
So kam es also zu diesen Montagen. Wir hatten einfach nicht mehr Geld. Enge Zeitpläne und noch engere Budgets bedeuteten, dass David alles tun musste, um die richtigen Aufnahmen zum richtigen Preis zu ermöglichen. Er bestand darauf, viele Stunts selbst zu machen. Denn wenn man jemanden im Wasser aufnimmt, sieht man nur seinen Kopf und sein Gesicht. Das ist verdammt schwer zu dubeln. Wir jagten David also durch Feuer, David inmitten von Explosionen, auf untergehenden Booten. Dann hing er an einem fliegenden Helikopter und das alles machte er ohne zu zögern. Am Ende der zweiten Saison hatte die Serie sich überall ihren festen Sendeplatz erobert. Doch die Produzenten wussten, dass sie noch mehr Sender finden mussten, wenn sie echten Gewinn machen wollten. Als sich die Hauptdarstellerin Erika Eleniak entschloss, nicht für die dritte Staffel zu unterschreiben, brauchte die Baywatch-Mannschaft einen spektakulären Ersatz, um neue Käufer anzulocken. Sie entschieden sich für ein ehemaliges Playmate, bekannt aus der Sitcom Home Improvement, hör mal wer da hämmert, Pamela Anderson. Sie kam zum Vorsprechen. Sie war sehr sexy. Und sie hatte ein sehr offenherziges Hemd an. Viele der Anwesenden bewunderten das Hemd. Ich fragte mich aber, warum trägt sie so ein Hemd? Das braucht sie doch gar nicht. Sie ist so sexy. Sie ist witzig. Und sie hat Charisma. Ich konnte ihn immer um Rat fragen. Er war sehr lieb und beschützend. Er hat immer auf mich aufgepasst. Ein echter guter Freund. Es war Pams erste Folge. Sie hatte noch nie richtig geschauspielert und Todesangst. David nahm sie zur Seite und ging die Rolle mit ihr durch. Er sorgte dafür, dass sie sich wohlfühlte. Sie hatten ein gutes Verhältnis. Oh my God, Mitch, I'm sorry. I was just so surprised to see you standing there. Not as surprised as I was. Für eine weitere neue Figur, Mitchs Freundin Stephanie Holden, entschied sich David für das Ex-Model Alexandra Paul. Ich gehöre zu den Menschen, die beim Vorsprechen nervös werden, aber er war so freundlich und natürlich, dass ich mich gleich sicher fühlte. Wir passten gut zusammen, denn ich bin groß und er ist es auch. Er war der Papa der Serie. Wir hatten viele junge Schauspieler mit sehr wenig Erfahrung, wenn überhaupt, aber David nahm sie unter seine Fittiche. Wir waren auf einem Schlauchboot mit Kamerateam und jeder Menge Ausrüstung. David und ich hatten eine gemeinsame Szene. Und ich hatte ein Taschenmesser dabei und ich spielte damit herum. Ich war 10 Jahre alt. Wir fuhren durch ein paar Stromschnellen und ich habe ein Leck ins Schlauchboot gestochen. David war der Einzige, dem ich wagte, es zu sagen. David, David, ich habe ein Loch ins Boot gemacht. Wir sinken. Er stellte seinen Fuß auf das Loch im Boot, um es zu verdecken. Und er sagte niemandem ein Wort. Er saß nur da und ließ das Boot sinken. Wir gingen also alle unter und niemand wusste wieso. Wir haben die Kamera verloren und alle Mikrofone für $100,000. Aber er hat mich nie verraten. Die kurvenreiche Pamela wurde zum Liebling der Medien, was der Serie noch mehr hochwillkommene Publizität brachte. Die Serie und speziell er wurden so populär, dass die Polizei den Drehort absperren musste. Später brauchten wir sogar Leibwächter, die uns auf dem Weg von unseren Trailern zum Set abschirmten. David wusste, wie sehr plötzlicher Ruhm zu Kopf steigen kann. Deshalb bemühte er sich immer, seinen jungen Kollegen ein Vorbild zu sein. David war ganz der Profi. Er kannte immer seinen Text. Er war immer pünktlich und beschwerte sich nie. Da konnten die anderen Schauspieler sich natürlich keine Star-Allüren leisten, weil sie sonst ziemlich dumm ausgesehen hätten. Er hat mir das Geschäft beigebracht, wie man seine eigene Show bekommt, das Merchandising und solche Sachen. Er sagte, als nächstes solltest du etwas Eigenes machen und auch produzieren, denn du hast gute Ideen, bist witzig und weißt, worin du am besten bist. Wenn David von einer Sache überzeugt ist, dann sagt er vielleicht, ich bin Montag und Dienstag ausgebucht. Aber wir können es am Samstag und Sonntag machen. Und er ist da. Seine Energie ist grenzenlos. 1992 war Baywatch mit David Hasselhoff in über 94% der USA zu sehen. In Übersee hatte die Serie mit ihren Geschichten von schönen Menschen, die heroische Taten vollbrachten, sogar noch mehr Fans. Baywatch bot aller Welt ein populäres Bild Amerikas. Ich durfte mit Präsident Clinton joggen. Und einmal fragte er mich, hätten Sie gedacht, dass Baywatch mal so groß wird? Und ich sagte, ich hätte nie gedacht, dass ein Präsident der USA mal das Wort Baywatch ausspricht. Wie ich herausfand, mochte Clinton Baywatch. Ich frag mich, warum.
Man muss kein Gehirnakrobat sein, um die Serie zu verstehen. Hasselhoff wurde ein Weltstar, weil die Serie in jeder Sprache einfach zu verstehen war. Oh, excuse me. Are you always wet? As often as possible. Ich glaube auch, das Wetter hatte viel mit dem Welterfolg zu tun. Wenn man sich in Europa den Hintern abfriert, den Fernseher einschaltet und dann diese tollen Frauen sieht und diesen herrlichen Sonnenschein, das macht schon Spaß. Im Guinness-Buch der Rekorde steht Baywatch als die meistgesehene Serie der Welt. Und das liegt zum großen Teil an Davids weltweiter Popularität. Mit Baywatch und seiner Musikkarriere in Europa war David jetzt ein großer internationaler Star. Mom, Dad, she can talk. Say it again, Lise. Bark. Bark, 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 bark. I'm her first word. Lisa, can you say mommy? Mommy. Can you say David Hasselhoff? David Hasselhoff. Ich war mal mit Lionel Richie in der Tonight Show. Er sagte, ich war gerade in Deutschland. Und jeder fragte mich, kennen Sie David Hasselhoff? Er sagte, du bist wirklich berühmt. Und ich sagte, ja. Einer meiner Nachbarn kam zu mir, kurz nachdem wir eingezogen waren, und fragte, sind Sie in Deutschland berühmt? Da sind nämlich Deutsche in meinem Baum. Ich sah nach drüben und sie machten Hallo, Hallo. Es waren Fans, die auf seinen Baum gestiegen waren, um auf mein Grundstück zu sehen. Ich sagte, ach, kommen Sie bitte herein. Sie kamen herüber und wir tranken zusammen Tee. Der Kerl hat einfach etwas Liebenswürdiges. So ein Drang zu gefallen und den Leuten zu geben, was sie von ihm erwarten. Er hat eine kumpelhafte Ausstrahlung, die die Fans lieben. Wir haben die Serie im Grunde an unserem kleinen Strand in Malibu produziert, ohne Studio und ohne Sender. Als das Team mit David zum ersten Mal nach London ging, hatten wir keine Ahnung, dass 10.000 Leute auf uns warten würden. Sie mussten die Straßen absperren. Mit 40 war David jetzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und nach der Geburt seiner zweiten Tochter Hayley sah der verantwortungsbewusste Vater seinen Ruhm auch als Verpflichtung. Wenn man als Baywatch-Held einen Fehler macht und die Sache kommt an die Öffentlichkeit, hat das auch Auswirkungen auf die Familie. Und das ist die Verantwortung, die ich trage. Ich trage Verantwortung gegenüber meiner Mutter und meinem Vater und meiner Frau und meinen Kindern. Ich darf die Menschen, die ich liebe, nicht enttäuschen. Es lohnt sich nicht, irgendeinen Blödsinn zu machen. Wenn er herauskommt, schadet er denen, die man liebt. Nein, es lohnt sich nicht. Baywatch erlebte seine vierte und fünfte Saison. Und Davids Kollegen waren oft erstaunt über die unerschöpfliche Energie ihres Chefs. Man braucht David keinen Energieriegel zu geben. Er ist von Natur aus voller Energie. Keine Energieriegel. Er trinkt viel Red Bull und Kaffee. Aber trotzdem, keiner von uns weiß, wie er das schafft. David war immer der Erste im Wasser und hat die Truppe angeführt. Wenn die Mädchen nicht hinein wollten, sprang er zuerst. Er hat immer zu mir gesagt, wenn ich will, dass etwas richtig gemacht wird, muss ich es selbst machen. Doch das Vorbild Hasselhoff fand immer auch genug Gelegenheiten, Blödsinn zu machen. Abgeschnittene Köpfe in den Trailern von Kollegen. Das hat er auch mal mit mir gemacht. Es war der Kopf eines Dummies. Ich öffnete den Schrank in meinem Trailer und da war dieser Kopf. Gerne legte er auch Klarsichtfolie über die Toilette. Und neben der Kamera schnitt er mir dauernd Gesichter und machte Geräusche, zum Beispiel dieses Hasengesicht. Während ich meinen Text sprach, aber ich durfte das bei ihm nicht machen. David hat die Serie und sich selbst nicht immer zu ernst genommen. Aber als zweifacher Vater achtete er darauf, dass die Serie Familienunterhaltung blieb und nicht zur schlüpfrigen Gagshow verkam. Die meisten Leute dachten bei Baywatch an Pamela Anderson, die mit wogender Brust in Zeitlupe den Strand entlang lief. Oder an irgendeine von den vielen anderen wunderschönen Frauen, die wir in der Serie hatten. Aber David achtete immer darauf, dass die Geschichten auch familientauglich waren. Denn die Frauen mit ihren schönen Körpern waren nur die Sahne auf dem Kuchen. I think we kind of went overboard on the babes this season. I try to get more family stories in there. Me and David got a lot. David und ich bekamen viel Fanpost. Sie liebten es, wie wir die Probleme lösten, die ein Teenager und ein alleinerziehender Vater haben. Für die Amerikaner war Baywatch eine gelungene Mixtur aus Sentimentalität und Sex.
Niemand lachte mehr über Baywatch als wir. Wir hatten unseren Spaß. Wir lachten den ganzen Tag, jeden Tag. Auch über die Kritiken lachten wir. Am besten war mal Howard Stern. Er sagte, lest ihr die Drehbücher überhaupt? Und ich sagte, natürlich nicht, warum sollten wir die lesen? Wir denken uns einfach alles aus. Nachdem er Baywatch gerettet hatte, konzentrierte sich David auf seine Musikkarriere in den USA. 1993 veröffentlichte er sein drittes Album, You Are Everything. Es gibt nur wenige Schauspieler, die es in Amerika als Sänger schaffen. Wir haben es nicht gern, wenn sich jemand außerhalb seines Fachs bewegt. Er versuchte immer wieder eine Karriere als Sänger. Das war seine große Leidenschaft. Ich habe gesehen, wie er 3 Stunden lang auftrat. Pure Energie, ein Kraftwerk von Anfang bis Ende. Ich war einmal in Deutschland backstage. Ich glaube, es war ein Olympiastadion. Und 15.000 Menschen hielten Feuerzeuge hoch. Und sie riefen, David, David. David. 1994 beschloss David, ein Pay-Per-View-Special zu produzieren, um Amerika den Rockstar David Hasselhoff vorzustellen. Weil ich in Europa so erfolgreich war, wollten wir es in Amerika mit einem Pay-Per-View-Special versuchen. Wir spielten in Donald Trumps Hotel in Atlantic City. Es war die gleiche Show wie auf der Deutschland-Tournee. Das volle Programm. Thank you all for watching. Tonight is for you. David steckte sein eigenes Geld in die Show. Und am 17. Juni gingen Hasselhoff and his Baywatch Friends live auf Sendung. Hello, America! Was er nicht wusste, war, dass zu genau der gleichen Zeit O.J. Simpson, der des Mordes an seiner Frau und ihres Freundes verdächtigt wurde, mit seinem weißen Bronco vor der Polizei von L.A. floh. Live im Fernsehen. Wir alle sahen zu, wie O.J. den Freeway herunterfuhr. Und obwohl wir Davids größte Fans und seine Freunde waren, sahen wir O.J. Und wenn wir O.J. sahen, wer sollte sich dann David ansehen? Als David von der Bühne kam, sah er die Verfolgungsjagd auf allen Bildschirmen. Ich sagte, erzähl mir nicht, das ist live. Und er sagte, das ist live. 93 Millionen Menschen sahen die Jagd auf O.J. Simpson. 30.000 sahen Hasselhoff. Wir hatten einen Haufen Geld verloren. Ich denke, es sollte wohl nicht sein. David kam am nächsten Morgen in den Make-up-Trailer und war extrem enttäuscht. Ich meine, von all den Abenden, an denen er die Show hätte machen können, war es der schlechteste Abend in den letzten 10 Jahren für ein Pay-Per-View-Konzert. Aber das Großartige an David ist, dass er darüber lachen konnte und auch noch eine witzige Show draus machte. War das nicht schrecklich? Aber es ist geschehen und er sagte nur, naja, Pech gehabt. Wenn er in Amerika schon nicht als Sänger respektiert wurde, wollte David zumindest als Schauspieler eine größere Bandbreite in seinen Rollen zeigen. Im November 1994 spielte Hasselhoff einen Mörder und Dieb in dem TV-Film Avalanche. Diese Figur hatte ich verinnerlicht. Solange ich an Avalanche arbeitete, veränderte ich mich wirklich. Normalerweise schlucke ich es herunter, wenn jemand unhöflich ist oder rassistisch oder wenn ich eine schlechte Kritik bekam. Aber jetzt hatte ich diesen Blick. Ich konnte jetzt sagen, wirklich? Du willst dich mit mir anlegen? Wirklich? Und dann hieß es Schnitt. Mein Gott, du bist unheimlich. Und ich fühlte mich so gut, denn ich konnte es spielen. Und zwar überzeugend. 1995 veröffentlichte David sein 4. Album, Is Everybody Happy? Und wieder wurde es ein Smash-Hit in Europa, vor allem in Deutschland. Die Amerikaner machen sich gerne über ihn lustig und das macht mich wirklich wütend. Ich frage mich, warum? Die meisten haben ihn ja noch nicht mal singen hören. In Europa lieben sie ihn und haben den größten Respekt vor ihm. Bis 1995 hatte der Star und Produzent Millionen aus seiner Investition in Baywatch gemacht. Der Schauspieler wollte sein Glück mit anderen teilen. Besonders mit Kindern, die nicht die Chancen hatten, die ihm geboten wurden.
Er gründete die Camp Baywatch Starlight Foundation und ich erinnere mich besonders an eine Aktion Race for Life. Er lud immer Kinder ein, er gab ihnen Freundschaftsbänder, lud sie zum Essen ein und unternahm coole Sachen mit ihnen. Er weiß, dass man freigebig sein Glück teilen muss, dann kommt es doppelt wieder zurück. Tu immer dein Bestes, behalte eine positive Einstellung, gib niemals auf und sage ein Dankgebet für das, was du hast. Wir vergessen das auch. Wir vergessen die Kinder im Rollstuhl. Wir vergessen die Kinder, die sterben müssen. Wir vergessen alles. Fragen Sie sich, warum ich nicht First Class reise? Eine dumme Frage. Sehen Sie nur, was ich habe. David hungerte nach einer kreativen Herausforderung. 1995 startete er die Serie Baywatch Nights, die nächtlichen Abenteuer des Mitch Buchanan, Privatdetektiv. Sie basierte lose auf Davids Lieblings-TV-Serie I Spy, Tennisschläger und Kanonen. David Hasselhoff wollte immer beweisen, dass der Erfolg von Baywatch nicht auf dem Strand beruhte, nicht auf den Mädchen, nicht auf den Bikinis, sondern auf ihm. Er wollte einen roten Ferrari fahren, die Girls erobern und ein Privatdetektiv sein. We're trying to create something that is, when you watch Baywatch, you turn on television and you see Baywatch, you know it's Baywatch simply because of the style of the show, with the montages of music and the setting. We're trying to do that with Baywatch Nights, but at night. Die Zuschauerzahlen der ersten Folge waren enttäuschend. Und die zweite Staffel, nach dem Vorbild von X-Files, Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, schnitt sogar noch schlechter ab. Nach einigem Zögern zog David nach 44 Folgen den Stecker. Es ist immer enttäuschend, wenn eine Show floppt. Besonders, wenn man so unter Beobachtung steht und in aller Öffentlichkeit versagt. David konnte sich noch immer bei Baywatch kreativ verwirklichen, wenn es auch nicht immer einfach war. Baywatch veränderte sich von ernsthaften Storys über Lebensrettung zu eher weniger ernsthaften Storys über Seeungeheuer. Ich führte Regie bei der Folge El Niño. Es ging um einen 6 Meter langen Aal, der aus einem Aquarium entkam und in der Kanalisation von Malibu lebte. Und Hobie und ein anderer Rettungsschwimmer waren in einer Unterwasserhöhle eingeschlossen. David musste runtergehen und sie retten. Aber bevor er die beiden rausholen konnte, musste er erst gegen den Aal kämpfen. Da war dieser gigantische Aal, der uns angreifen sollte. Und David stand mit diesem künstlichen Aal neben der Kamera und tat so, als kämpfte er mit dem Ding, legte ihn sich um den Hals und solche verrückten Sachen. Es war echt witzig. David unterschrieb einen weiteren Vertrag als Star und Produzent von Baywatch. Aber die kreative Quelle der Serie schien auszutrocknen. David sah sich nach anderen Herausforderungen um. 1998 spielte er mit Lisa Rinna in der Fox-TV-Produktion Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. nach einer Marvel-Comics-Serie über einen Superspion, der die Welt rettet. Von Strucker's dead. I killed him myself. Yesterday, Hydra stormed Trinity Base. They stole Von Strucker's body. And they killed Clay in the process. I'm sorry about Clay, Nick, but it looks like Hydra's trying to send you a message. Looks like I heard it. I did not intend to spend the last few hours of my life on this planet in the helicarrier sickbay. I'll get that vampire's blood if I have to suck it from her neck. David sah Potenzial für eine Serie mit dem hartgesottenen Fury, doch die Zuschauerzahlen waren nicht hoch genug. David wollte etwas anderes machen als Baywatch. Deshalb vereinbarten wir, dass er von den 22 jährlichen Episoden nur 6 produzierte. Ich habe immer nur fürs Fernsehen gearbeitet und ich sagte mir, mein Gott, ich werde hier alt. Ich muss versuchen, an den Broadway zu kommen. Also verließ ich Baywatch in der 11. Staffel. Ich war in Hawaii und sagte, Aloha, Mahalo. Es war eine schöne Zeit. It was a great ride. Davids Ausscheiden aus der Serie geschah mit einem Knall, obwohl er das zunächst gar nicht wusste.
David ging zurück nach L.A., nachdem seine letzte Episode abgedreht war. Monate später bekam er einen Anruf von einem Reporter, der ihn fragte: Ich habe gerade gehört, dass Ihre Figur getötet wurde. Wie fühlt man sich, wenn man nicht mehr im Team von Baywatch ist? Und David fragte: Wovon reden Sie da? Nun, es stellte sich heraus, dass mein Partner Greg Bonin, einer der anderen Executive Producers, ein Stunt-Double besorgt und eine Szene gedreht hatte, in der er getötet wurde. Am Ende findet man nur noch seinen Taucheranzug. Und das war das unzeremonielle Ende von David Hasselhoff. Jetzt, da er Baywatch hinter sich gelassen hatte, konnte sich der 48-jährige David einen Traum erfüllen, den er seit seiner Kindheit hegte. Ein Star am Broadway zu sein. Die Leute unterschätzen David ständig. An den Broadway zu gehen, war seine Art zu zeigen, aus welchem Holz er wirklich geschnitzt ist. David ersetzte den Rockmusiker Sebastian Bach in der Hauptrolle des Musical-Hits Jekyll and Hyde. Die Show von Komponist Frank Wildwind und Texter Leslie Briggs lief seit mehr als 3 Jahren und sollte in 3 Monaten abgesetzt werden. Ich sagte, ich will diese Rolle. Ich will diese Rolle und wenn ich damit untergehe. Ich habe 40 Jahre gebraucht, um so weit zu kommen. Aber es war die Mühe wert. Wenn man sein Bild so groß am Broadway sieht, ist das ein ziemlich emotionaler Moment. Als meine Eltern am ersten Abend kommen sollten, rief ich im Marriott an und fragte, ob sie meine Eltern noch unterbringen könnten. Und sie sagten, oh ja, wir geben ihnen die größte Suite, das Penthouse, und zwar gratis. Und ich sagte, nein, nein, ich möchte ein kleines Zimmer für sie, von dem aus man mein Plakat sehen kann. Und als sie dann in ihrem Zimmer waren, sagte ich, Mom, Dad, schaut mal. Der ganze Schauspielunterricht, all die Gesangsstunden, das Theaterspiel, all das hat sich ausgezahlt. It paid off. Am 31. Oktober 2000 hatte David Hasselhoff endlich sein Debüt auf dem Broadway. Am ersten Abend dachte ich, ich kriege die erste Note von Lost in the Darkness, Silence Surrounds You nie heraus. Ich dachte, oh Gott, lass mich diese ersten Noten herausbringen, denn ich bin am Broadway und das war mein Traum seit meinem 8. Lebensjahr. All that you are is a face in the mirror. I close my eyes and you disappear. I am what you face when you face in the mirror. Long as you live, I will still be here. I think for David, endlich am Broadway zu sein, war für David die Erfüllung jahrelanger Träume und harter Arbeit. Er war so dankbar, dort stehen zu dürfen. Er liebt es zu singen. Er liebt das Musical-Theater. Und für ihn war es, als wäre er endlich zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Denn viele Jahre zuvor war er in einem Musical-Theater in Georgia. All that you are is the end of a nightmare. All that you are is a dying scream. After tonight I shall end this demon's dream. This is not a dream, my friend, and it will never end. Ich wusste nicht, dass David am Broadway auftreten würde. Und brillant war das erste Wort, das mir durch den Kopf ging, als ich ihn sah. Auf der Bühne zu stehen ist das Größte. So, als ob man ein Quarterback wäre. Als ich Jekyll and Hyde machte, konnte ich jeden Abend Quarterback sein. Immer wenn ich da draußen stand, ging es vorwärts. Los, 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 Rock'n'Roll! Man geht raus, erlebt 2,5 Stunden höchster Intensität. Dann kommt der Applaus und es ist vorbei. Dann sitzt man zu Hause und denkt, das kann ich morgen unmöglich noch einmal durchstehen. Nachmittags um 5 hatte ich Lampenfieber. Um 7 begann ich mit dem Make-up. Es war, als ob man seine Footballpolster anlegt. Und um 8 Uhr begann dann das große Spiel. Was für eine Ehre. Davids 9 Wochen bei Jekyll and Hyde waren ein persönlicher Triumph und ein Höhepunkt in seiner Karriere. Doch nach dem Ende der Show fühlte er sich leer und erschöpft. Die Jahrzehnte harter Arbeit holten ihn schließlich ein. Sein Rund-um-die-Uhr-Lebensstil konnte von einem nun fast 50-Jährigen nicht mehr aufrechterhalten werden. Alkohol war nicht mehr eine Quelle der Entspannung. Er war zum ernsthaften Problem geworden, das alles bedrohte, was David mit harter Arbeit erreicht hatte. Ich trank gerne. Es machte Spaß.
Und für mich geht es im Leben um Spaß. Schließlich benutzte ich es als Medizin. Wenn ich mal down war, sah nach ein paar Drinks die Welt viel besser aus. Unterbewusst dachte ich, dass ich meinen Erfolg nicht verdient hätte. Also versuchte ich, mich selbst zu zerstören. Im Juli 2002 begab sich David in das Betty Ford Center für Alkoholmissbrauch. Ich musste erst ganz unten ankommen, um zu erkennen, dass ich ihn doch verdient hatte. Nun konzentrierte er sich auf die Erziehung seiner Töchter und verbrachte mehr Zeit mit seiner Frau Pamela. Er ist definitiv mein bester Freund. Wir können streiten wie Bruder und Schwester, aber wir sind wie jedes andere Paar. Wir sind echt. Bei ihm kann ich selbst sein. Wir sind vor allem eine ganz normale Familie. Wir lieben uns ohne Wenn und Aber. Wir sind füreinander Liebhaber, beste Freunde, Bruder und Schwester. Wir sind uns sehr, sehr nah. Wenn David nicht bei seiner Familie war oder seiner Wohltätigkeitsarbeit nachging, fuhr er gerne Motorrad. Und zwar schnell. Ironischerweise fuhren er und Pamela kaum die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, als sie in einen Unfall verwickelt wurden, der sie fast das Leben kostete. Wir fuhren höchstens 25 oder 30 Meilen pro Stunde. Es war ein herrlicher Tag. Wir wurden von einer Böe erfasst, wie sie auf dem Freeway schon mal ein Truck von der Straße wehen kann. Und kurz vor dem Flughafen erwischt es uns. Ich weiß noch, dass ich bei David auf dem Motorrad saß. Ich legte meine Arme um ihn und sagte, oh, es wird kalt. Und ich weiß noch, dass es ziemlich windig war. Das ist alles, an das ich mich erinnere. Ich hatte eine Haarfraktur am Rücken. Arm und Hand waren gebrochen. Das war nichts verglichen mit dem, was meiner Frau passierte. Als ich aufwachte, waren die Knochen zerschmettert. In diesem Bein gab es vom Knie abwärts keine heilen Knochen, sie waren zerschmettert. Meine Rippen waren alle gebrochen. Es war schwer für David mit anzusehen, was Pamela durchmachen musste, denn schließlich hatte er das Motorrad gefahren. Es war schwierig. Er machte sich große Vorwürfe wegen des Unfalls. Er war am Boden zerstört. Sie erholte sich langsam, aber sicher. Aber es war eine schwere Zeit für ihn. David war die ganze Zeit für sie da. Ich bin sicher, es war schön für Pamela zu wissen, dass sie einen Partner hat, der für sie während des langen Heilungsprozesses immer da ist. Pamela brauchte Monate, um wieder auf die Beine zu kommen. Sie saß die meiste Zeit im Rollstuhl. Diese Erfahrung brachte das Paar dazu, sich bei Wheels for Humanity zu engagieren, die Bedürftigen Rollstühle zur Verfügung stellt. David kam nach Costa Rica und half uns, über 300 Rollstühle zu verteilen. David half uns sehr. Wir hatten in einigen Ländern Probleme mit den Zollbehörden, die unsere Rollstühle beschlagnahmt hatten. Er besuchte die Behörden mit uns und alle waren geschockt, denn da stand auf einmal der Knight Rider. Innerhalb von 45 Minuten, nachdem wir mit David aufgetaucht waren, wurden unsere Rollstühle freigegeben. 2003 machten Davids Co-Produzenten ihm den Vorschlag, die Baywatch-Besetzung für eine letzte Serie noch einmal zusammenzubringen. Der unglückliche Abgang nagte noch immer an David und er freute sich über die Chance. In dem zweistündigen Special Baywatch Hawaiian Wedding wurde enthüllt, dass Mitch Buchanan gar nicht bei der Explosion ums Leben gekommen war, sondern sich quicklebendig auf seine Hochzeit vorbereitete. What do you say you and I go over to the seven sacred pools? Naked, a little skinny dipping. Nimm die 15 Top-Darsteller, schaff sie nach Hawaii und heraus kommt der beste Baywatch-2-Stunden-Film, den wir je gemacht haben, mit kleinem Budget und wenig Zeit. Die Pressefotografen waren auf der Jagd nach dem großen Schnappschuss. Aber wir hatten das Glück, dass The Hawaiian Tropic Pageant in unserem Hotel filmte, mit wunderschönen Frauen, die wir alle als Komparsen einsetzten. Ein Meer schöner Frauen. Hi, oh. Get out there. Thank you, it was great. Er war noch der gleiche professionelle, fröhliche und positive Mann, den ich 5 Jahre lang bei Baywatch kannte.
Your father is the most wonderful man I've ever met. Obi, I've asked Allison to marry me. Er war noch immer das große Kind. Mein Kumpel, den ich schon mein ganzes Leben lang kannte. Immer noch der alte Spaßvogel. Congratulations. Baywatch war endgültig Geschichte. Und David konnte endlich aufhören, sich darum zu sorgen, ernst genommen zu werden. Er wollte Spaß haben. In dem Zeichentrick-Hit The SpongeBob SquarePants Movie spielte er einen unglaublich heldenhaften Rettungsschwimmer namens David Hasselhoff. Eine meiner schwierigsten Textzeilen in SpongeBob war: Ich bin David Hasselhoff. Ich wusste nicht, wie ich das bringen sollte. Ich bin David Hasselhoff. Ich hatte keine Ahnung. Also fragte ich den Regisseur, wie soll ich das sagen? Er sagte: Versuch's mal mit Superman. You're Superman. How will we ever get back to Bikini Bottom now? I can take you there. I'm David Hasselhoff. Wir wussten, dass er in dem Film mitspielte, aber wir wussten nicht, wann. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte, denn es ist ja ein SpongeBob-Film. Spielte er sich selbst oder eine Rolle? Ich sitze da und sehe den Film und plötzlich ist da dieses riesige Abbild meines Dads. Und ich denke, was zum Teufel ist da los? Did you see that? The control! Whoa! All hands on deck! In der Komödie Dodgeball, voll auf die Nüsse, spielte er mit seinem Image als teutonischer Rockgott. Also, ihr seid alle Schweine! Losers! Man macht sich lieber über sich selbst lustig, bevor es die anderen tun. Dabei kommt man besser weg. David nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Und das gefällt der neuen Zuschauergeneration. Die Leute sehen, dass er bereit ist, sein Image zu verspotten und Witze darüber zu machen, so wie William Shatner. David wusste nur zu gut, dass er nur ein Mensch war. Aber es war ein harter Schlag für ihn, als er 2004 wegen Alkohol am Steuer verhaftet wurde. Die Nachricht schockierte Freunde und Fans, die gehofft hatten, dass David den Kampf gegen den Alkohol endgültig gewonnen hatte. Der Schauspieler stellte sich dem Problem. Ich hatte versucht, die Welt zu retten, meine Karriere zu kontrollieren, alles zu kontrollieren. Und dabei vergaß ich, wer ich als Person bin. Es kommt eine Zeit, wo man sich zurücklehnen, den Kaffeeduft und die frische Luft genießen und sich endlich daran erfreuen sollte, was man erreicht hat. Jetzt möchte ich nur noch Spaß haben. Und David hatte definitiv seinen Spaß, als er auf einer Londoner Bühne den steppenden Anwalt Billy Finn in der Wiederaufführung des Musical-Hits Chicago spielte. Er hatte, glaube ich, 2 Wochen geprobt und er bekam für seine Rolle in London begeisterte Kritiken. Die Einnahmen waren unglaublich. Das ist typisch David. Er schafft alles. Es ist, als ob man aus einem Flugzeug springt. Es ist ein solcher Adrenalinstoß, auf der Bühne zu stehen. Jeden Abend hat man 2000 Menschen in der Hand und hat die Kontrolle über sie. Und ich bin Mr. Theater. Ich liebe diese Stimme. Ich liebe es, bis in die letzte Reihe gehört zu werden. Bei der letzten Vorstellung ging er mit einer Wasserkanone auf die Bühne und begann ins Publikum zu spritzen. Es war wirklich lustig. Auch nach diesem Engagement legte David keineswegs die Hände in den Schoß. 2005 übernahm er eine Nebenrolle in der Adam Sandler-Kate Beckinsale-Komödie Click. David hat wohl jeden seiner Träume wahrgemacht. And now, ladies and gentlemen, our honored guest, David Hasselhoff. David verdankt einen Großteil seines Erfolges der loyalen Gruppe aus Familienmitgliedern, Freunden und Mitarbeitern, die ihn umgibt. Einige davon, wie seine Managerin Jan McCormick, begleiten ihn seit Jahrzehnten. Ich kümmere mich um andere Menschen, bin gesellig. Ich gehe gerne auf die Menschen zu. Ich liebe das Leben und bin dankbar für das, was ich erreicht habe. Seit 3 Jahrzehnten erfreut sich das Publikum nicht nur an der Arbeit von David Hasselhoff. Es fühlt sich auch als Mitglied seiner Familie. David Hasselhoff. Diese Zuneigung versucht er zurückzugeben und wird seinem Image als netter Kerl immer gerecht.
oder seinem Drang, immer etwas zurückgeben zu wollen. Die Leute sagen nicht Mr. Hasselhoff, sie sagen David. Sie sollen ruhig Hey Michael oder Hey Knight Rider sagen. Sie glauben, dass ich dieser Mann bin, weil ich es wirklich bin. Yeah, I care, but don't tell anybody, okay? Er versteht sein Publikum und das Fernsehen. Er freut sich immer auf die Arbeit am Set. Das ist wunderbar für einen Schauspieler, der schon so lange dabei ist wie David. Er hat für alles, was er erreicht hat, hart gearbeitet. Und ich freue mich darauf, was er in Zukunft schaffen wird. Seine Räder hören nie auf, sich zu drehen. Es ist eine rasende Fahrt. Und die Fahrt wird weitergehen. Herz, Humor und Action, das sind die drei Erfolgsbringer meiner Karriere. Und es muss eine Story geben. Ohne Story geht es nicht. Humor bedeutet, dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt. Und dann ist da der Spaß, die Action. Herz, Humor und Action.